Mein Name ist Dirk Schadka und ich bin heute Einsatzleiter für das Stadtgebiet Mönchengladbach. Wir sind gegen 21 Uhr hier alarmiert worden, weil Anwohner eine starke Rauchentwicklung im Bereich Krefelder Straße wahrgenommen haben. Haben dann ganz normal alarmiert in der Stufe 1. Auf der Anfahrt haben wir eine starke Rauchentwicklung festgestellt, die sich ins gesamte Stadtgebiet Mönchengladbach hinüberzog. Haben da sofort das Alarmierungsstichwort erhöht und sind hier massiv zu Anfang mit zwei Wachen der Berufsfeuerwehr, Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr und entsprechenden Führungsdiensten eingetroffen. Bei Eintreffen der Feuerwehr, wie sah es da genau aus? Wir haben ein durchgebranntes Dach an einem Lagerhallenteil gehabt, hier im Industriegebiet, wo industrielle Gase, insbesondere brennbare Gase, abgefüllt und umgefüllt werden. Und haben dann massiven Löschangriff einleiten müssen, gleichzeitig Gasflaschen in Sicherheit bringen müssen und entsprechend die Halle dann ablöschen können. Ja. Kann man sagen, was in der Halle gelagert wurde? In der Halle wurden brennbare und nicht brennbare Gase, also Acetylen, Stickstoff und was hier so alles gehandelt wird, komplett gelagert. Ja. Anwohner sprachen von Explosionen. Wie kann man das beschreiben? Also es war ein Druckgefäß zerknallt, es waren keine gefüllten Gasflaschen, die hier gelagert waren, sondern alles restgasentleerte Flaschen aus dem Gebrauch und die zerspringen natürlich bei Wärmeentwicklung, war aber keine weitere Gefährdung, außer für die Einsatzkräfte, die unmittelbar im Hallenbereich eingesetzt waren. Ja. Die Feuerwehr ist zahlreich vor Ort. Kann man ungefähr eine Zahl nennen? Wir sind jetzt insgesamt nach Ablösung mit 120 Kräften hier am Ort und rund 60 Fahrzeugen. Ja. Gibt es bei den Löscharbeiten irgendwelche Komplikationen? Und wie lange werden die Löscharbeiten insbesondere noch andauern? Also wir haben natürlich hier den Druckgefäßzerknall als erste Gefahr gehabt. Das haben wir soweit im Griff bekommen. Es sind keine Gefäße mehr, die jetzt zerknallen. Haben auch das Feuer soweit ablöschen können. Wir haben Gasflaschen gesichert, in Sicherheit bringen können, kühlen können. Es gibt einige Gasflaschen, wo wir noch nicht sehen können, wie die Entwicklung weitergehen wird, die wir sichern und weiter kühlen. Und wir werden die ganze Nacht wahrscheinlich noch vor Ort sein und dann auch erst bei Tageslicht das Tragwerk der Halle beurteilen können. Kann man was zur Grundursache sagen? Gab es Erstexplosionen oder erst die Flammen? Was kann man dazu sagen? Also es hat relativ massiv gebrannt, als die Feuerwehr schon eingetroffen ist. Deshalb können wir da keine weiteren Angaben machen. Die Kriminalpolizei wird, sobald das Gebäude betretbar ist, dann ihre Ermittlungen aufnehmen. Die Halle hat ungefähr eine Länge von 60 Metern, eine Breite von 30 Metern. Der zweite Hallenbereich ist betroffen gewesen, aber nicht vollständig. Bestand irgendwie eine Gefährdung der Bevölkerung zu irgendeiner Zeit? Es sind Brandgase freigesetzt worden, wie bei jedem Brand denn auch. Wir haben Fenster und Türen schließen lassen, Durchsagen machen lassen über den örtlichen Radiosender und das war ausreichend. Wir haben Messungen gemacht an exponierten Stellen im Stadtgebiet und konnten keine Schadstoffe feststellen. Wir haben allerdings eine sehr starke Geruchsbelästigung gehabt.